Was geht ab, Leute? Euer Koste und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt es im Titel schon entnommen, im heutigen Video soll es um Top-Online-Shops gehen. Und zwar, wo bekommt man eigentlich die beste Qualität für sein Geld? Wo bekommt man eigentlich bestimmte Artikel, wenn man gerade danach sucht? Viele Fragen, die wir im heutigen Video besprechen. Deswegen lehnt euch zurück und wir legen los mit dem Video. Wo bekommt man die beste Qualität für sein Geld? Wo findet man die besten Hosen? Wo findet man die besten Anzüge? So viele Fragen, die mich täglich erreichen. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein Video, wo ich meine Favorite Online-Shops zusammenpacke und ihr euch dieses Video angucken könnt. Und am Ende wisst ihr einfach, wenn ihr irgendwas sucht, wo ihr am besten danach schaut. Also das ist jetzt meine subjektive Meinung. Das sind wirklich die Online-Shops, die ich nach langjähriger Erfahrung so für mich bestimmt habe. Aber ich kann euch versichern, dass alle diese Shops wirklich sehr gut sind. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten und mit dem wichtigsten Thema, und zwar Basics. Wo bekommt man die besten Basics? Nach langjähriger Erfahrung muss ich einfach sagen, dass Uniqlo meiner Meinung nach der perfekte Shop ist, um Basics zu kaufen. Uniqlo hat eigentlich immer alles, was das Herz begehrt, ob es jetzt Hosen sind, ob es jetzt T-Shirts sind, ob es Pullover sind, ob es Jacken sind, was auch immer. Außer Schuhe hat Uniqlo, glaube ich, alles, also auch Unterwäsche, Socken etc. Und Uniqlo hat einfach eine brutale Qualität zu einem wirklich extrem fairen Preis. Und deswegen finde ich, dass Uniqlo auf jeden Fall der Preis-Leistungssieger ist, wenn es um Basics geht. Die Schnitte sind relativ zeitlos, würde ich sagen. Natürlich haben die zwischendurch auch mal irgendwelche Kollektionen mit Designern dabei, wie jetzt beispielsweise bald die mit Jill Sander zum Beispiel oder. Aber in der Regel findet ihr bei Uniqlo wirklich sehr einfache Basics mit einer super Qualität. Ich habe beispielsweise Basic-T-Shirts von Uniqlo gekauft, welche zeitgleich auch meine Lieblings-Basic-T-Shirts sind. Die habe ich, glaube ich, vor 5-6 Jahren gekauft und ich muss einfach sagen, die sind von der Qualität immer noch so, wie als ich sie gekauft habe. Ihr kennt das sicherlich, den Struggle, wenn man sich ein Basic-Shirt kauft, ein günstiges Basic-Shirt, dann sind die einfach nach ein paar Mal Waschen nicht mehr so, wie sie am Anfang waren, sind eingelaufen oder was auch immer. Und bei Uniqlo kann ich euch einfach sagen, die Qualität ist wirklich so brutal. Auch bei den ganzen Pullovern und Co., die ich von Uniqlo habe, ist die Qualität einfach super gut. Und deswegen finde ich einfach, dass Uniqlo für Basics einfach die perfekte Adresse ist. Nächstes Thema ist Streetwear. Wo kaufe ich ein, wenn ich coole Streetwear suche? Meine Nummer 1 Adresse für Streetwear ist Weekday. Weekday ist eigentlich immer up to date, was so die aktuelle Mode angeht, und die Qualität ist wirklich gut und sie haben einen sehr fairen Preis. Deswegen ist Weekday auf jeden Fall meine Nummer 1, wenn ich irgendwie angesagte Streetwear suche, weil dort kann man sich bedenkenlos im Onlineshop umschauen und man findet eigentlich sehr coole Teile, die immer zeitgemäß sind und die Qualität ist wirklich überragend. Also alles, was ich von Weekday habe, ist wirklich in einer Bombenqualität. Ich habe da noch nie einen Fehlgriff gemacht und deswegen ist Weekday meine Nummer 1 Adresse, wenn es um Streetwear geht, vor allen Dingen, weil ich einfach finde, dass sie wirklich zeitgemäße Mode machen. Natürlich haben die auch einfache Basics immer dabei, aber alles, was gerade up to date ist, also was gerade in der Mode ist, findet man dort auch im Onlineshop und deswegen finde ich, dass Weekday für Streetwear auf jeden Fall meine Nummer 1 Adresse ist. Eine weitere coole Adresse ist auf jeden Fall Urban Outfitters. Ich denke, die meisten von euch haben Urban Outfitters schon mal gehört, aber nicht vorbeigeschaut. Urban Outfitters hat natürlich auch seine Eigenmarke, die dort vertrieben wird, die wirklich sehr cool ist. Und Urban Outfitters vertreibt auch viele andere Marken in ihrem Onlineshop. Was bei denen halt immer besonders ist, ist, dass die Buyer, also quasi die Einkäufer von denen, scheinbar wirklich einen sehr guten Geschmack haben. Und deswegen findet man bei Urban Outfitters eigentlich auch immer sehr coole Teile. Und für alle, die noch nie vorbeigeschaut haben, ich habe natürlich alle Shops unten in der Infobox verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Also was Streetwear betrifft, finde ich einfach, dass Urban Outfitters wirklich sehr geile Sachen hat. Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn es um Streetwear geht. So, als nächstes kommen wir zu zeitloser Avantgarde-Mode. Und da finde ich einfach, dass Kos bzw. Kos, keine Ahnung, wie man es ausspricht, dass das einfach die absolute Nummer 1 ist. Kos gehört zu der H&M-Gruppe. Ich denke, die meisten von euch werden Kos kennen. Hat auch in vielen Großstädten einen Shop. Aber online könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil Kos ist wirklich von der Qualität her sehr, sehr gut. Also es ist auf jeden Fall auf einem viel höheren Level als H&M beispielsweise. Und die sind auch immer sehr up-to-date, also immer sehr zeitgemäß. Was gerade farbtechnisch und schnitttechnisch in der Mode angesagt ist, das findet ihr dort auf jeden Fall. Und die Qualität ist für den Preis auf jeden Fall eine extrem gute. Da kosten die Teile, also da kostet ein Pullover beispielsweise mal 80 Euro oder 90 Euro. Aber ich muss sagen, dass die Qualität wirklich überaus gut ist. Und deswegen ist Kos
meine erste Adresse, wenn es um zeitlose Avantgarde-Mode geht. COS ist jetzt eher so im casual-schicken Bereich einzustufen, deswegen schaut dort vorbei, das ist auf jeden Fall meine erste Adresse, wenn es um zeitlose Mode geht. Also es ist extrem minimalistisch, ich würde sagen so Richtung skandinavischer Style, also wirklich sehr minimalistisch, und dort findet ihr eigentlich immer sehr geile Sachen, und ich würde auch behaupten, dass man dort wirklich für sein Geld die beste Qualität bekommt, deswegen absolute Empfehlung auch hier. Kommen wir zu dem Thema Trends. Wo schaut man vorbei, wenn man aktuelle Trends abchecken möchte? Und da finde ich einfach, ist Zara immer am aktuellsten. Also was gerade angesagt ist, findet ihr einfach bei Zara. Zara hat halt oftmals den Ruf, dass sie Designer kopieren, was auch irgendwo ein bisschen stimmt, sage ich jetzt mal. Aber ihr wisst, dass diese ganze Designerware etc. übertrieben teuer ist und der Normalo sich sowas eigentlich nicht leisten kann. Wer aber trotzdem diesen Look haben möchte, für den ist Zara wirklich die richtige Adresse. Denn dort bekommt ihr eine, ich würde sagen, gute Qualität, also die ist vollkommen in Ordnung, nicht überragend, aber sie kostet auch nicht wirklich viel. Und ich finde, gerade bei Trends ist es ja immer so, dass solche Sachen saisonal irgendwie vielleicht mal attraktiv sind und nach einer Saison nicht mehr so geil sind. Deswegen finde ich es auch eigentlich sinnvoll, nicht so viel Geld für Trends auszugeben, weil man sich diese schnell satt sieht und demnach ist das Geld einfach verschwendet. Und von daher ist Zara eigentlich die perfekte Adresse, wenn man irgendwie aktuelle Trends shoppen möchte. Für alle Leute, die ein bisschen mehr Geld auf Tasche haben, schaut gerne auf Farfetch vorbei, denn dort findet ihr wirklich alle namenhaften Designer, also alle unter einem Dach. Und der Versand ist super schnell, der Rückversand ist easy. Und deswegen finde ich einfach, dass Farfetch, wenn es irgendwie ein bisschen teurer sein soll oder ein bisschen exklusiver, dass Farfetch auf jeden Fall die richtige Adresse dafür ist. Kommen wir zu gemischten Online-Shops, also Online-Shops, wo ihr viele Brands unter einem Dach findet. Und da sind meiner Meinung nach die Nummer 1 auf jeden Fall Zalando, weil Zalando wirklich eine Auswahl an richtig coolen Brands hat. Also dort findet ihr meiner Meinung nach mega starke Brands, die Auswahl ist überragend. Und ASOS ist beispielsweise auch ein Online-Shop, der wirklich überragend ist und wirklich viele coole Brands anbietet. Anders als Zalando finde ich, dass bei ASOS nochmal mehr ein bisschen diese UK-Schiene gefahren wird. Also es ist ein bisschen trendiger als Zalando. Und Zalando ist, würde ich sagen, eher was für den klassischen Typen, der eher so ein bisschen Mainstream ist. Aber bei ASOS ist es teilweise ein bisschen modischer, ein bisschen mehr in die Richtung UK. Wenn man jetzt nach UK schaut, die sind dort mit der Mode immer ein bisschen voraus. Deutschland hinkt leider immer ein bisschen hinterher. Und deswegen findet ihr dort wirklich trendigere Pieces. Aber Zalando empfehle ich wirklich für den 0815-Mann, sage ich jetzt mal, der coole Teile sucht, ist Zalando auf jeden Fall die beste Adresse. Und bei Zalando ist es natürlich wichtig, die Suchfunktion anzuwenden, die es auf der Seite gibt. Die sind eigentlich super leicht, aber jetzt beispielsweise, wenn ihr eine bestimmte Hose im Kopf habt, dann ist es wichtig, nicht einfach unter neue Klamotten zu gehen, sondern einfach auf Hosen zu klicken, den richtigen Schnitt zu wählen, die richtige Farbe zu wählen, und dann wird die Suche einfach eingegrenzt, weil bei solchen Online-Shops wie Zalando oder auch ASOS gibt es einfach so viele Teile, und wenn man da irgendwie nicht die Suchkriterien ausfüllt, dann ist man da stundenlang auf so einer Seite gefangen. Deswegen nutzt einfach die Suchkriterien und dann kommt ihr wirklich schneller ans Ziel. Also das ist wirklich eine Empfehlung, die ich jedem geben kann, wenn er weiß, was er will. Ansonsten kann man natürlich super cool stöbern unter neu oder unter irgendwelchen Kategorien. Aber falls ihr irgendwas Bestimmtes im Kopf habt, dann nutzt einfach die Suchkriterien. Probiert die, soweit es geht, auszufüllen, weil dann kommt ihr einfach schneller ans Ziel. Weil ich habe bei ASOS oder Zalando schon Stunden damit verbracht, durch die Kategorien zu stöbern. Und da findet man einfach kein Ende, weil die wirklich so viel haben. Deswegen auf diesen Seiten auf jeden Fall immer die Suchfunktion nutzen und dann kommt ihr am Ende schneller ans Ziel. So, nächstes Thema sind Sneaker. Wo findet man eigentlich die besten Sneaker? Natürlich kann man die auch in diesen ganzen Mixed-Shops suchen, wie jetzt beispielsweise Zalando oder ASOS. Dort findet man wirklich eine riesige Auswahl. Aber wie ist es, wenn man irgendwie exklusivere Sneaker sucht? Dann sind wirklich meine Favorites, die ich habe, 43,5. Soulbox beispielsweise oder Asphaltgold ist wirklich auch ein cooler Shop, wo ihr exklusive Sneaker bekommt. Was ich cool an diesen Seiten finde, ist, dass die oben zum Beispiel Kategorien haben, wo ihr draufklicken könnt, wo ihr dann auf neue Sneaker klicken könnt, wo euch nur neue Sneaker angezeigt werden, oder auf Coming Soon zum Beispiel klicken könnt und ihr einfach so ein Release-Radar seht, wo ihr seht, welcher Sneaker wann released wird, ihr euch irgendwie eine Erinnerung einstellen könnt, was auch immer, um da up-to-date zu sein. Wenn ihr jetzt irgendwie einen bestimmten Sneaker sucht oder auf einen bestimmten Sneaker wartet, dann seid ihr eigentlich da bei der richtigen Adresse. Schaut auf diesen Seiten auf jeden Fall vorbei. Wenn es jetzt um Sneaker geht, die überall sold out sind und man sie im Resell kaufen muss, dann finde ich einfach, ist in Deutschland zumindest Plugi meine Nummer 1 Adresse, wo ich vorbeischaue, wenn es um Resell-Sneaker geht, weil die Seite hat eigentlich immer den aktuellen Marktpreis, also immer den fairsten Preis, den man gerade kriegen kann.
und man hat die Versicherung, dass die Schuhe auf jeden Fall echt sind. Weil bei diesem ganzen Sneaker-Game ist es meiner Meinung nach sehr ekelhaft geworden, wenn man jetzt irgendwie auf eBay oder eBay Kleinanzeigen unterwegs ist. Dieses ganze Texten, dann schick mir doch mal ein Bild von da, schick mir noch mal ein Bild von da. Ich kenne das aus meiner Zeit, wo ich Yeezys beispielsweise gekauft habe. Das war immer so nervig, quasi online die Echtheit zu prüfen per Fotos. Und am Ende kann es natürlich trotzdem sein, dass er dir was anderes schickt und du irgendwie verarscht wirst. Und deswegen finde ich einfach, dass wenn man Resell-Schuhe kaufen sollte, auf jeden Fall bei so Seiten wie Plugi kauft, weil dort hat man einfach die Gewissheit, dass jemand, der Ahnung hat, sich den Schuh angeschaut hat und gesagt hat, okay, der ist echt, da kommt unser Zertifikat dran oder wie auch immer man das nennt. Und dann wisst ihr einfach, der Schuh ist echt, den ihr haltet. Natürlich zahlt man da 10, 20, 30 Euro mehr als jetzt vielleicht bei eBay Kleinanzeigen. Aber ich finde einfach dadurch, dass es einem eine Menge Kopfschmerzen erspart, ist es schon eine coole Sache und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Deswegen Plugi zum Beispiel, eine der besten Seiten für mich persönlich. International gibt es natürlich noch StockX, aber da liest man ja zum Teil auch wirklich sehr Schlechtes. Deswegen, ich habe da selber noch nie gekauft, deswegen kann ich das schwer beurteilen. Nur, wie gesagt, ich habe das ein oder andere Mal so ein paar Fälle mitbekommen, wo ich gesagt habe, okay, dann vielleicht eher nicht. Deswegen empfehle ich euch einfach, Plugi.de abzuchecken. Dort seid ihr auf jeden Fall bei einer guten Adresse. Kommen wir zum Bereich Menswear, also eher ein bisschen in die schickere Richtung. Und bevor ich zu Anzügen komme, komme ich noch allgemein zum schickeren Bereich. Und da finde ich einfach, dass ein Online-Shop, den viele irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen, Mango Man ist. Mango, ich denke, jeder, der eine Frau hat oder so, wurde schon mal damit reingeschleppt. Aber in den meisten Mango-Stores gibt es gar keine Männerabteilung. Aber in vielen Großstädten hat Mango auch eine Männerabteilung und ich kann euch wirklich sagen, dass Mango Man eine absolut gute Männerabteilung hat, wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen könnt, wenn ihr so ein bisschen in diese schickere Richtung geht. Weil dort bekommt ihr auch wirklich eine sehr gute Qualität für euer Geld. Mango Man gibt es unter anderem auch bei About You oder bei Zalando. Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, wenn ihr dort bestellen wollt. Aber ihr könnt auch mal auf der Mango Man Seite für das volle Sortiment gucken. Und die Seite kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die auf jeden Fall sehr zeitgemäß sind. Die Qualität ist gut, die Farben, Schnitte etc. Das passt alles, ist wirklich up to date. Und deswegen ist Mango Man wirklich meine Empfehlung, die viele einfach noch nicht kennen, wo ihr vorbeischauen solltet, wenn ihr auf schickere Klamotte steht. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Thema Anzüge. Für alle Anzugträger da draußen, natürlich kann man bei H&M, bei Zara, etc. kann man coole Anzüge kaufen, die auch wirklich in Ordnung sind von der Qualität. Aber wenn ihr ein bisschen mehr, und ich sage wirklich nur ein bisschen mehr Geld ausgibt, könnt ihr bei Suit Supply wirklich extrem gute Anzüge finden. Und Suit Supply ist meiner Meinung nach die absolute Nummer 1, wenn es um schöne Anzüge geht. Leute, die aus der Umgebung von Düsseldorf kommen, wenn ihr hier in Düsseldorf seid, am Ende der Königsallee beispielsweise, gibt es den Store und die haben eine so große Auswahl an Anzügen. Also wer wirklich einen Anzug sucht, dem kann ich Suit Supply nur empfehlen. Anzüge kosten so zwischen, ich sag mal, 250 bis 600 Euro oder so oder bis 700 Euro. Ich weiß nicht, wie weit das nach oben geht, aber ich sag mal, für 300 Euro beispielsweise findet ihr einen komplett schönen Anzug dort und ihr habt wirklich eine riesen Auswahl. Was an Suit Supply besonders ist, meiner Meinung nach, die haben einfach zu den Standardgrößen, die jetzt bei Anzügen beispielsweise 48, 50, 52 etc. sind, haben die noch Zwischengrößen und beispielsweise für Leute, die jetzt etwas kürzer sind oder etwas kürzere Arme haben, für die haben die noch Zwischengrößen. Und das finde ich einfach so geil, weil du gehst dorthin und du bist jetzt nicht gerade 1,85, diese perfekten Modelmaße, auf die die Anzüge meistens zugeschnitten sind. Und dann gehst du einfach zu Suit Supply und die haben diese Zwischengrößen und du musst den Anzug danach eventuell an den Ärmeln vielleicht nicht mehr ändern lassen und du sparst einfach im Nachgang so ein bisschen Geld, weil ich sag mal, den meisten von uns passen die Anzüge von der Stange einfach nicht und man muss die im Nachgang immer zum Schneider bringen. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Suit Supply vorbei, weil wie gesagt, die haben die, ich würde sagen, die beste Qualität, die man für das Geld bekommt. Eine riesen Auswahl und man wird dort wirklich gut beraten, wenn man selber keinen Plan von Anzügen hat. Die nehmen sich auch wirklich viel Zeit, deswegen ist das meine Nummer 1 Empfehlung, wenn es um Anzüge geht. So Leute, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, habt ihr Ergänzungen zu meinen Online-Shop-Empfehlungen, dann schreibt diese auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mich würde interessieren, was eure Favorite Online-Shops sind, die würde ich natürlich auch mal abchecken. Falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut Leute, ciao, ciao.